tous, paroissiens de Saint-Sulpice et tous ceux qui êtes venus aujourd'hui pour partager cette célébration avec nous. Sonntagmorgen in der Pfarrkirche Saint-Sulpice im Pariser Stadtteil Saint-Germain. Am Ende des Gottesdienstes verabschiedet der Pfarrer nicht nur seine Gemeinde, sondern auch Gäste aus aller Welt. Die zweitgrößte Pariser Pfarrkirche beherbergt einen besonderen Schatz. Eine der größten und berühmtesten Orgeln Frankreichs. Seit über 100 Jahren pilgern jährlich Orgelliebhaber zu Tausenden hierher, um das Instrument und seine Titularorganisten zu hören. Seit 1985 versieht Daniel Roth das wohl begehrteste Organistenamt der Republik. Keine geringeren als Charles-Marie Vidor und Marcel Dupré beherrschten von diesem gewaltigen fünfmanualigen Spieltisch aus die gesamte Pariser Orgelszene. Bis heute fasziniert das Meisterwerk des Orgelbauers Aristide Cavalier-Coll die musikalische Welt. Sein Lebenswerk von über 600 Instrumenten hat die Orgelmusik im 19. Jahrhundert verändert und prägt sie bis heute. Doch zurück in das Jahr 1832. Das außerordentliche Talent des 20-jährigen Orgelbauers fällt nicht nur seinem Vater auf. Als dann der junge Aristide schon eine Weile in der Orgelbauwerkstatt von seinem Vater Dominique gearbeitet hatte, kam eines Tages Giacomo Rossini nach Toulouse. Es wurde einer von seinen Opern aufgeführt in Toulouse. Und er brauchte eine kleine Orgel. Jetzt hat man ihn dann in der Oper von Toulouse, hat man ihm gesagt, gehen Sie doch, wir haben hier eine Orgelbauerfamilie, gehen Sie mal schauen, vielleicht finden Sie da, was Sie haben möchten. Und Rossini ging dann zu der Familie Cavalier-Coll. Und der Vater Dominique hat ihm dann die Werkstatt gezeigt und er hat Bekanntschaft gemacht mit dem jungen Aristide. Und gerade in der Zeit hatte dieser junge Aristide schon wieder etwas erfunden und ein kleines Instrument, ein Poikilorg. Und Rossini war sehr begeistert von diesem kleinen Instrument. Und da er dann auch mit dem jungen Mann ein bisschen ein Gespräch geführt hatte, hatte er wahrscheinlich gleich gesehen, wie der junge Mann sehr intelligent ist. Dann hat er dem Vater Dominique gesagt, Ihr junger Sohn soll unbedingt nach Paris kommen. Ich habe da viele Relationen, ich kann ihm sehr viele Leute kennenlernen und kann ihm viele Hilfe bringen. Ein Jahr später nimmt Cavalier-Coll die Herausforderung an und wagt den Sprung von der Provinz in die Metropole. Rossini hat Wort gehalten und den 23-Jährigen mit den Mächtigen des Pariser Musiklebens bekannt gemacht. Die Ereignisse überschlagen sich. Gerade eine Woche in der Stadt nimmt der junge Aristide an einem Wettbewerb teil, der für den Neubau der großen Orgel der Königskathedrale von Saint-Denis ausgeschrieben ist. In nur 3 Tagen entwickelt er einen Bauplan, der ihm den Vertrag für das Renommierprojekt und die Bewunderung der ganzen Fachwelt sichert. Cavalier-Coll reformiert die altfranzösische Orgel. Durch eine Vielzahl technischer Neuerungen holt er den neuen symphonischen Klang in die Kirche.
Pierre Pincemaille, Meister der Orgelimprovisation und Chef am Spieltisch von Saint-Denis, erläutert die Erfindungen des genialen Konstrukteurs. Eh bien, cet orgue tel qu'il existe maintenant n'aurait en principe jamais dû exister si Cavaillé-Coll n'avait pas fait la connaissance. Eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung dieser Orgel war die Bekanntschaft Cavaillé-Colls mit dem englischen Erfinder Charles Barker. Wie die Firmenplakette zeigt, wurde die Orgel 1840 fertiggestellt und ein Jahr danach eingeweiht. In Zusammenarbeit mit Barker konstruierte Cavaillé-Coll für die Orgel von Saint-Denis zum ersten Mal ein System, das eine leichtgängige Spielbarkeit eines derart monumentalen Instrumentes erst ermöglicht. Die Barker-Maschine ist über dem Spieltisch untergebracht und verursacht ziemlichen Lärm. Mais grâce à ce système, on peut accoupler les claviers. Endlich kann man eine Orgel mit sämtlichen Registern spielen, denn auch bei der Kopplung aller drei Klaviere erhöht sich der Tastendruck nicht. Das ist die wichtigste Neuerung der großen Orgel von Saint-Denis. La différence avec l'orgue de Saint-Denis est d'une part sonore parce que c'est un instrument qui est à la frontière entre l'orgue symphonique finissant de Cavaillé-Coll. Diese Orgel markiert den Wendepunkt zwischen dem traditionell klassischen Orgelbau und der symphonischen Orgel. Hier zeichnet sich bereits die neue Klangvorstellung von Cavaillé-Coll ab. Mit der Erfindung völlig neuartiger Register öffnet er der Orgel neue Klangräume. Daneben finden sich gleichzeitig noch Stimmen, die von der klassischen Orgel inspiriert sind. Dies hört man am deutlichsten bei den großen Zungenregistern. Hier erkennt man noch den barocken Charakter. L'orgue de Saint-Denis est encore un instrument fortement inspiré par l'harmonisation des orgues baroques ou classiques français. Voici la manière avec laquelle ces hanches sonnent. Völlig neu ist dagegen die Registergruppe der überblasenden Flöten. Man nennt sie Flûte harmonique. Ihre Pfeifen sind doppelt so lang wie üblich und erzeugen ein außergewöhnlich reizvolles Timbre. Dies ist ganz typisch für die Orgeln Cavaillé-Colls. Der neue Klang verlangt nach neuer Musik. Als einer der ersten schöpft César Franck, der Vater der französischen Orgelsymphonik, aus den neuen Ressourcen.
1534 erhält der Orgelbauer Calinet den Auftrag, die berühmte Cliquot-Orgel in Saint-Sulpice umzubauen. Der Umbau endet in einer Katastrophe. Je weiter sich Calinet in die Orgel hineinarbeitet, desto mehr Umbauten scheinen ihm erforderlich. Die Konstruktion beherrscht den Konstrukteur, der in einer psychischen Krise sogar Teile der Orgel zerstört. Nach über 10 Jahren Arbeit ist Calinet mit den Nerven am Ende, seine Firma bankrott und an der Orgel funktionieren noch ganze 2 Register. Cavalier Coll, mittlerweile für die Qualität seiner Instrumente berühmt, soll die Orgel retten. Auch er gerät mit dem Projekt an den Rand des Bankrotts. 70 Register soll die Orgel eigentlich laut Vertrag erhalten. Um jedoch mit der technischen Entwicklung vor allem in Deutschland und England mitzuhalten, baut Cavalier Coll ohne Auftrag und mit Verlusten von nahezu 100.000 Francs die modernste und technisch vollkommenste Orgel der Welt. Damit rettet er den französischen Orgelbau vor drohender Zweitklassigkeit und setzt sich 1862 an die Spitze der Orgelbauer im europäischen Wettbewerb. Auf 7 Etagen verteilen sich schließlich 100 Register. Allein 21 stehen im gigantischen Schwellwerk. Hier hat Aristide Cavalier Coll den Schweller ganz über dem großen Gehäuse gebaut und hat in diesem Schweller 21 Register gebaut. Dieser Schweller klingt sehr direkt im Raum, wenn die Jalousien offen sind und aber, wenn sie zu sind, sehr, sehr entfernt. Also hier sind jetzt diese Register vom Récit expressif. Jetzt werden Sie das hören mit den Jalousien zu, also pianissimo. Ich traf auf dieser Empore schon viele Leute, Berühmte und Unbekannte. Ich sah dort Rachmaninow, der so stolz auf seine Hände war, die mühelos 12 Tasten greifen konnten. Ich sah seinen Landsmann Glasunow, der aus seiner Brieftasche Improvisationsthemen hervorholte. Albert Schweitzer zwischen 2 Afrikareisen, Schriftsteller, Architekten, viele Fremde. Die Damen der Pariser Gesellschaft lässt Bernard Gabouty, berühmter Kritiker des Figaro, hier unerwähnt. Für ein paar Jahre war es Mode, den Gottesdienst hier oben zu verbringen und dem jungen Organisten Vidor die Noten zu wenden. Zum Bedauern der Künstler und Aristokraten sah der Erzbischof von Paris das ganz anders und setzte den sonntäglichen Treffen alsbald ein Ende.
Cavaillé-Coll ist nicht nur genialer Orgelkonstrukteur, sondern auch ein höchst einflussreicher Kulturpolitiker. Taktisch sehr geschickt, sorgt er stets dafür, dass seine neuen Instrumente nur von den begabtesten Musikern gespielt werden. Für Saint-Sulpice fällt seine Wahl auf den erst 25-jährigen Charles-Marie Vidor. Zuvor schickte er den jungen Vidor nach Brüssel, wo er eine ausgesprochen professionelle Schulung im Bachspiel erfuhr. Bei der Ernennung zum Titularorganisten von Saint-Sulpice setzt Cavaillé-Coll seinen Protégé nur gegen Widerstände durch. Zu deutsch sei seine Spielweise, monieren die Pariser Organisten eifersüchtig. Der Pfarrer stellt Vidor wegen der Proteste nur provisorisch ein. Ein Provisorium, das bis zum Tode Vidors bestehen bleiben sollte. Gern trifft sich Vidor mit Künstlern und Politikern zum Mittagessen im Restaurant Foyot. Bei gutem Wetter zieht es ihn in den Jardin du Luxembourg, 5 Minuten von Saint-Sulpice entfernt. Niemals wäre ich imstande und dazu in der Lage gewesen, meine Orgelsymphonien zu komponieren, wenn mich das unübertroffene Meisterwerk Aristide Cavaillé-Colls in Saint-Sulpice nicht regelrecht dazu animiert hätte, äußert Vidor 1929 in einem Zeitungsinterview. Cavaillé-Coll bekommt wie immer, was er will. Sein Zögling Vidor erweist sich auch als hervorragender Komponist. Er entwickelt die symphonischen Prototypen César France weiter und verbindet sie mit der deutschen klassischen und romantischen Tradition. 8 Orgelsymphonien entstehen, eine Gattung rein weltlicher, konzertanter Orgelmusik, wie maßgeschneidert für die Instrumente des Aristide Cavaillé-Coll. Die Blütezeit der französischen Orgelsymphonik hat begonnen. Saint-Sulpice kann zwar als legitimer Höhepunkt im Orgelschaffen Cavaillé-Colls gelten, erst 10 Jahre später jedoch verwirklicht er die Vollgestalt seiner symphonischen Idee. Der majestätische, mystisch dunkle Klang der Orgel in der Kathedrale von Orléans markiert den vorläufigen Endpunkt. Hier ist Cavaillé-Coll am weitesten vom Ideal der Barockorgel entfernt. Odile Pierre, Meisterschülerin von Marcel Dupré und international renommierte Konzertorganistin, demonstriert das symphonische Crescendo, eine kontinuierliche Steigerung vom zarten Pianissimo zum dreifachen Forte. Et j'ajouterai au fur et à mesure du crescendo
Ich möchte Ihnen gerne das große Crescendo zeigen, wie es für die späten symphonischen Orgeln typisch ist. Am Anfang steht eine leise Grundregistrierung und dank eines raffinierten Systems von Koppeln und Spielhilfen kann ich die einzelnen Registergruppen nach und nach ohne Bruch zum Generaltutti aufbauen. Nous accouplons les claviers, les tirasses, et l'on commence uniquement avec fond de 8 et hautbois. Zurück in Saint-Sulpice. 1893 macht Charles-Marie Vidor die Bekanntschaft eines jungen lutherischen Vikars, der ihn sehr hartnäckig um Unterricht gebeten hat. Albert Schweitzer heißt der Elsässer, der sich überraschend gut im französischen und deutschen Orgelbau auskennt. Natürlich kommt das Gespräch auch auf Johann Sebastian Bach. Der Theologe Schweitzer konfrontiert Vidor mit einer völlig neuen Deutung der choralgebundenen bachschen Orgelmusik. Albert Schweitzer hat dem großen Professor Vidor erklärt, das alles kann man verstehen, wenn man den Text des Chorals gelesen hat und verstanden hat. Denn der Text des Chorals erklärt uns die Komposition von Johann Sebastian Bach. Also von diesem Tag an hat Charles-Marie Vidor den jungen Schweizer Organist, Theologe, Musikwissenschaftler, hat er ihn ermutigt, ein Buch über Bach zu schreiben. Seit der Ernennung von Charles-Marie Vidor im Jahre 1865 ist Daniel Roth erst der vierte Titularorganist von Saint-Sulpice. Allein Vidor und sein Schüler Marcel Dupré verbrachten hier 103 Jahre am Spieltisch. Seitdem hat sich die Orgellandschaft in Frankreich grundlegend gewandelt. Daniel Roth bemüht sich dennoch, das geistige Erbe seiner großen Vorgänger zu bewahren und weiterzugeben. In zahllosen Akademien und Meisterkursen versucht der in Saarbrücken lehrende Orgelprofessor, die junge Organistengeneration des In- und Auslandes mit der typischen Spielweise der französischen Schule vertraut zu machen. Eine wichtige Voraussetzung dafür sieht Daniel Roth im Erhalt der wenigen originalen Instrumente. Auch seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die größte Orgel Cavalier Colts noch heute in unverändertem Zustand erklingt.
kam ich zu der Orgel. Ich kam zu der Musik ziemlich spät. In meinen ersten Jahren habe ich sehr viel gemalt. Nur gemalt, das liebte ich sehr viel. Und dann habe ich das Klavier angefangen. Und als ich dann also 10, 11 Jahre war, hat man immer mehr von Albert Schweitzer gesprochen. Und eines Tages haben mir meine Eltern in das Cinema mitgenommen und da gab es einen Film, Es ist Mitternacht, Dr. Schweitzer. Il est minuit, Dr. Schweitzer, war sehr schön gespielt von einem großen Schauspieler, auch ein Elsässer, Pierre Frenet. Und als ich aus dem Cinema kam, also da musste ich unbedingt die Orgel anfangen. Seit 1973 lebt Daniel Roth mit seiner Frau und seinen 4 Kindern in der gemeinsamen Wohnung in Paris. Der junge Elsässer konnte damals nicht wissen, dass er einmal genau dort Titularorganist sein würde, wo die Freundschaft seiner beiden großen Vorbilder Vidor und Schweitzer begonnen hatte. Aus der kindlichen Bewunderung entwickelt sich eine tiefe Verehrung für den Bachforscher Schweitzer. Hier scheint sich der Kreis zu schließen. Cavalier Coll brachte einst die Orgelmusik Bachs nach Frankreich. Dank Daniel Roth erklingt noch heute auf der Orgel von Saint-Sulpice die Musik des Thomaskantors. Also Schweitzer ist dann für mich mit den Jahren immer mehr ein Vorbild geworden für die Interpretation von der Musik von Bach. Also ich glaube, persönlich glaube ich, dass was er über das Orgelwerk von Bach geschrieben hat, das bleibt immer noch ganz wahr und man müsste da sich viel mehr inspirieren lassen von alles, was er geschrieben hat. Denn es ist klar, das Ganze, man kann sagen, Ausnahme von einigen Werken von Johann Sebastian Bach, fast das ganze Werk wurde geschrieben für das Lob Gottes. Nicht? Am Ende von einem Werk stand immer Soli Dei Gloria, nicht? Und das hat natürlich Albert Schweitzer sehr gut verstanden und hat uns auch sehr wunderbar immer erklärt durch seine Bücher. Heute glaube ich, dass man vielmal daneben ist von dieser Sache, nicht? Also da ist immer eine religiöse Botschaft bei allen Werken von Johann Sebastian Bach. Und diese Musik wirkt nur, wenn man das gut versteht und das gut beibringt. Orgelspielen, sagte mir Vidor einmal auf der Orgelbank zu Notre Dame, als die Strahlen der untergehenden Sonne in verklärter Ruhe das dämmerige Schiff durchzogen, heißt, einen mit dem Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen offenbaren. Albert Schweitzer.